Moin Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Lego Comic Review, weil nämlich hat mir Blue Ocean ein ganzes Package zur Ansicht für euch nämlich geschickt und das geht nämlich gleich los nach dem Video. Ja, in dem Video geht es auf jeden Fall um Star Wars. Star Wars ist ja gerade so in, das ist ja gerade in den Kinos, The Last Jedi oder halt die letzten Jedi. Gestern habe ich schon euch die Lego City Zeitschrift gezeigt. Jetzt kommt nämlich halt einmal die Lego Star Wars Zeitschrift hier dran. Und wie gesagt, das werden immer so kleine Folgen sein, nochmal eben zu zeigen, was das für ein Schiff ist und was da überhaupt drin ist. Auf jeden Fall könnt ihr nochmal gerne mit auf Blue Ocean gehen. Da ist, wie gesagt, nochmal die ganzen Social Media Sachen oder halt in der Videobeschreibung. Die Zeitschrift kostet auch 3,99 €. Hat hier auch ein Lego-Set. Das ist einmal der Y-Wing. Und auf jeden Fall ist hier eine Next Unite Trading Card Games sind hier auf jeden Fall drin. Die werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal zeigen. Das haben sie mir mitgeschickt. Und ja, viel kann man da auch nicht so sagen. Das Blatt sieht man ja hier in der Art. Und es gibt hier auf jeden Fall auch wieder ja, Werbung und ein Inhaltsverzeichnis. Ja, was kann ich da noch sagen? Ja, hier auf jeden Fall die Anbauanleitung ist hier mit drin. Und ein Comic. Da sind immer zwei Comics drin. Die Comics sind immer ganz cool eigentlich gemacht. Das ist so halt wie diese Lego-Filme. Die kann man sich selber sogar, ich finde eigentlich auch dieses Lego Star Wars kann man sich am besten als bisschen älterer Herr, sage ich mal, geben. Oder auch als jüngerer, klar. Aber ansonsten gibt es hier auch wieder ein Poster. Wer halt, und hier ist nochmal die Anbauanleitung richtig. Das ist jetzt hier wirklich die richtige. Aber ansonsten kann man sich hier noch ein Poster reinhängen von die Abenteuer der Freemakers. Und ansonsten sind hier auch natürlich Rätsel drin und Vorschau auf das nächste. Das wäre zum Beispiel Kylo Ren's Shuttle. Das ist schon mal ziemlich geil. Ja, ansonsten habe ich euch ja in dem Video, im letzten Video schon die Sachen gezeigt, wie die so die Comics aussehen. Wer ja das nicht gesehen hat, der kann auch gerne mal hier nochmal reingucken. Da ist halt ein Link dahin. Und ansonsten ist ja halt auch hier einmal, die Kinder haben dann halt was gemalt. Oder halt gibt es hier halt noch so Rätsel, ne? Wie gesagt, da sind schon einige Sachen drin. Finde ich schon ein bisschen besser als die Lego City, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Lego City ist halt bei den kleinen Kindern ja schon ein bisschen gefragter. Was sagt ihr denn dazu? Also auch als Elternteil könnt ihr mal gerne mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr über die Lego-Zeitschriften überhaupt denkt. Was, ob ihr die Star Wars selber sogar kaufen würdet. Wie gesagt, die kostet 3,99 €. Ist die Dezember-Ausgabe 2017, Nummer 30. Ja, und halt im neuen Jahr. Steht jetzt hier am 3. Nee, sogar kommt ja sogar bald. Also am 23. Dezember kommt nämlich die neue Ausgabe raus. Also ja, passt das ja gerade, dass ich die hier rausgebracht habe. Ja, wir gucken am Schluss. Seht ihr jetzt noch mal eben nach meinem Bis dann und Show und Bam halt die ganzen Figuren und die Trading Cards. Dann würde ich sagen, Leute, Like nicht vergessen, Abo und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und Show und Bam.